Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Calmbox von 5 Seconds of Summer. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Calm von 5 Seconds of Summer. Das Ganze am 27. März erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist das vierte Album der Band. Wir haben hier eine schwarze quadratische Box. Auf der Oberseite haben wir den Albumtitel Calm, wobei man sagen muss, das Ganze ist auch ein Akronym. Und zwar steht das für die Initialen bzw. für die Anfangsbuchstaben der vier Bandmitglieder. Denn diese heißen Callum, Ashton, Luke und Michael. Und eben die Anfangsbuchstaben ergeben dann das Wort Calm. Hier lesen wir 5SOS, also die Abkürzung für 5 Seconds of Summer. Auf der rechten Seite ebenso oben und links, also rundum. Und auf der Unterseite haben wir noch einerseits die Tracklist, 12 Tracks plus 3 Bonustracks. Diese 3 Bonustracks sind Live-Versionen, Live from the Vault lesen wir hier. Dann haben wir noch den kompletten Boxinhalt veranschaulicht und hier unten gibt es dann noch die Beteiligten und einen Barcode. Das Ganze ist erschienen über Interscope Records. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar. Von innen in schwarz. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt der Box. So, als erstes haben wir hier einen Hut, eine Kopfbedeckung, so ein Buckethead. Dann haben wir Patches mit dabei. Genau, hier lesen wir es. 2 Patches. Dann ist dabei ein Umschlag, so ein schwarzes Kuvert und natürlich das Album an sich. So, dann haben wir hier nichts weiter drin. Das Album war hier in diesem Einleger, der ist hier unten festgeklebt und hält das Album entsprechend in Position. Dann packen wir die Box mal wieder zusammen und zur Seite. So, als erstes starten wir wie immer mit dem Album an sich. Das ist das Album Calm, in diesem Fall nicht mehr schwarz-weiß, sondern etwas farbenfroher. Und zwar haben wir hier die vier einzelnen Mitglieder der Band in sehr interessanten Abbildungen, also in so schwarzem, blauem Licht. Und das Ganze ist ziemlich verwischt von der Optik, also alle vier sind hier recht verwischt, recht undeutlich abgebildet. Oben lesen wir wieder 5SOS, darunter in der Mitte Calm. Und rechts unten im Eck gibt es dann sogar noch einen Verbraucherhinweis auf Englisch. Parental Advisory Explicit Content. Ja, das Album kommt in einem regulären Toolcase. Hier lesen wir wieder Calm. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Also, das sind die Tracks, die hier mit drauf sind. Wie gesagt, 12 plus 3 Stück, wobei die letzten 3 eben hier Live-Versionen sind. Dann haben wir hier die vier Herrschaften nochmal abgebildet, Beteiligte und Barcode. Dann schauen wir mal rein. Als erstes kommen wir wie immer zum Booklet. Das sieht so aus. Ah ja, genau, es ist ein Poster-Booklet. Schauen wir uns mal an. So, auf der einen Seite haben wir hier die Bandmitglieder abgebildet. Alle vier hier in einer, ja, sieht aus wie in einer großen Garage oder in so einer Lagerhalle. Alle vier hier im Querformat. Und auf der Rückseite, spannenderweise im Hochformat, haben wir dann hier noch die gesamten Infos plus Lyrics. Also bedeutet, hier auf diesem schwarz-pink, ja, kann man lesen, ist wirklich jeder einzelne Track hier abgetippt, Wort für Wort mit den kompletten Lyrics. Alle Songs und darunter in der letzten Zeile, im letzten Abschnitt hier, haben wir dann einmal die gesamten Credits zum Album, wer hier beteiligt war. Dann haben wir hier nochmal die Tracklist, also so die Rückseite des Covers und natürlich das Cover an sich. Ja. Kann man sich dann natürlich, wenn man möchte, rausmachen, das Booklet und das Poster entsprechend aufhängen. Ich werde mein Booklet wieder reinpacken und das Poster nicht aufhängen. So, wenn das reingeht, gar nicht so einfach, da das Booklet recht dick ist.
Das ist die Album-CD. Hier haben wir alle vier Kopf an Kopf zusammengerückt. Sieht so aus, als würden sie hier am Boden liegen. Dahinter auch nochmal die gleiche Abbildung. So, dann kommen wir zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier so eine kleine Folie. So ein kleines Folientäschchen, so eine Verpackung. Reiße sie wieder auf. Und hier drin haben wir einen Zettel und zwei Patches. Und zwar, was lesen wir hier? Wir lesen hier wieder 5 SOS 2 Patches. Kam dann hier darunter One Mode Productions, also die dürften das hergestellt haben. Und hier haben wir dann die zwei Patches, die etwas ungewöhnlich sind. Also rein so von der Form, von der Optik sieht man selten. Also die sind hier auch gar nicht irgendwie speziell vernäht, so mit einem Rahmen oder so. Das ist einfach ganz einfach gehalten. Ganz dünnes, schwarzes Patch hier mit weißem Aufdruck. Einerseits der Albumtitel und auf dem zweiten Patch, der eigentlich, glaube ich, quadratisch sein sollte, aber ja, in meinen Augen so etwas schief zugeschnitten wurde. Hier haben wir diese vier Symbole. Also ich gehe mal davon aus, dass das die Symbole für die einzelnen, dass die für die einzelnen Bandmitglieder stehen, aber falls ihr da mehr wisst, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren darüber informieren. Schwarz und weiß, beide Patches. Einseitig bedruckt, wie gesagt, recht einfach gehalten. Kann man sich an die Kleidung, wo auch immer, dran machen. Dann haben wir eine Kopfbedeckung mit dabei. Und zwar diesen Anglerhut, diesen Buckethead. Der kommt auch wieder in schwarz. Und dann haben wir hier auf der Vorderseite in so einem Silber-Weißton aufgestickt 5 SOS. Auf der Rückseite den Albumtitel Calm. Sonst hier alles blank in schwarz. Dann hier der Rand ist komplett genäht. Also ihr seht hier diverse Fäden durchlaufen. Von innen auch wieder glatt schwarz. Und wir haben es hier zu tun mit 100% Baumwolle. Und das Ganze ist made in China. Grüße gehen raus. Die Infos noch zum Waschen, zum Reinigen. Okay. Und wir kommen zum letzten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier so ein schwarzes Kuvert. Schauen wir mal rein. So. Also, das Kuvert hat hier diverse Inhalte. Und zwar haben wir hier so quadratische Kunstdrucke, Fotodrucke. Einmal hier die Bandmitglieder, alle im Einzelnen, also so ein quadratisches Porträtfoto jedes einzelnen Bandmitglieds. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Jawohl. Und dann noch einen fünften. Hier wieder mit der gesamten Band. Also alle vier Herrschaften hier abgebildet. Es ist ein ähnliches Bild wie das, was wir schon im Booklet hatten. Also das Posterbild. Nur etwas andere Posen eben hier eingenommen, aber rein so die Umgebung, die Kulisse hier in dieser Lagerhalle dürfte wohl die gleiche sein. Ja, die sind von der Rückseite ganz glatt in weiß, also einseitig bedruckt. Wie gesagt, 5 Stück an der Zahl, 4 mit den einzelnen Bandmitgliedern und dann das eine nochmal gesamt, das Bandfoto. Gut. Dann packen wir die Kunstdrucke wieder zurück in die dafür vorgesehene Hülle. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Kuvert mit diesen 5 Kunstdrucken quadratisch. Dann haben wir den Buckethead hier in schwarz und weiß mit diesen 2 aufgestickten Schriftzügen. Einmal 5 SOS und einmal den Albumtitel Calm. Die beiden Patches in quadratisch bzw. rechteckiger Form. Und natürlich das Album an sich Calm im regulären Jewel Case mit insgesamt 12 plus 3, also 15 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box kam von 5 Seconds of Summer
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr 5 Seconds of Summer unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.